Hallo, Markus hier. Ich wollte mich erst nochmal bedanken im Urlaub, wo ich in Nürnberg gewesen bin, an die Leute, die mir die Parks freigegeben haben, die mir das immer ermöglicht haben, dass ich hier weiterhin filmen kann und meine Arbeit machen kann. Ist leider nicht so viel geworden, weil das Wetter schlecht gewesen ist. Das heißt, wir werden auch einige Parks unter der Brücke zeigen, die auch beleuchtet sind. Wenn nichts drunter steht, von wann bis wann die beleuchtet sind, dann ist der Park meist ganze Nacht beleuchtet. Ich werde jetzt hier auch mal informieren, dass wir morgen Skaterpark aus Berlin zeigen. Skaterpark ist es nicht direkt, sondern es ist eine Poolanlage direkt am Jugendzentrum am Berliner Kreuz. Die nächste Woche zeigen wir einen Park aus Nordrhein-Westfalen und danach einen Park nochmal aus Berlin unter der Brücke. Ich werde auch hier, wie ich versprochen habe, noch aus Hamburg machen. Wir haben noch eine Menge Bild- und Videomaterial. Wir hängen momentan leider ein bisschen mit der Produktion zurück. Das hängt damit zusammen, da ich letzte Woche System erweitert habe und neu aufgesetzt habe. Ich wollte mich auch nochmal entschuldigen für Leute, die mich auf Facebook abonniert haben und das Skaterpark Europa. Da ist mit dem Video-Hochladen etwas schief gelaufen. Ich habe das leider ein bisschen erst zu spät gemerkt und ist die Woche erst hochgeladen kommen. Sonst sind wir immer donnerstags da. Wenn es mal Donnerstag nicht wird, wird es Wochenende. Wie gesagt, auf meinem Kanal. Ich bin auch schon gefragt worden, mit was ich die Fotos mache, weil einigen schon aufgefallen ist, dass die Fotos einen kleinen Tick anders da sieht. Ich habe die Fotos vorher mit der GH5 immer gemacht, wo ich auch noch Fotos habe. Seit diesem Jahr ist die S5 im Einsatz, meine Vollformatkamera, die mich hier auch momentan gerade filmt, mit dem Objektiv 80 mit Lichtstärke 1,8. Ich würde mich freuen, wenn er mich weiterempfehlen würde und meinen Kanal abonnieren würde und bedanke mich fürs Zusehen.